Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu dieser neuen Reaction auf diesem Kanal. Heute haben wir etwas ganz anderes, was ich glaube ich noch nicht hatte in der Form. Und zwar eine AI-Song-Reaction. Ja, das ist eine AI-Song-Reaction, das heißt, es wurde mit einer AI gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Ich habe mir den Song noch nicht angehört. Der kam gestern, ja, vor 23 Stunden ungefähr kam der raus. Und wir wissen jetzt auch, wann das AI-Album kommt. Geil, freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich sagen, wir labern nicht lange rum. Schaut bei dem Bruder vorbei, Moon Diego. Link packe ich euch in die Videobeschreibung von dem Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein nach dem Intro. So, wir labern nicht lange, wir starten direkt rein. Ich würde sagen, Given Birth, San Diego, Maybach Black, Official AI Video. Moon Diego, Hazatan, Album Release, 18.11.2023. Hier auch nochmal Moon Diego, Instagram, Soundcloud, Spotify. Hier nochmal die Credits, Beat by Jordan Beats, Lyrics und Mix und Master sind von Moon Diego, Thumbnail bei Virtual Graphics und Video bei Alex N. Ja, Mann. Leute, ich würde sagen, wir starten rein. Let's go, gib ihn böse. Ey, ich bin miese gespannt, weil ich mir das noch nicht angeguckt habe bis jetzt. Also ich muss schon mal sagen, der Anfang ist geil. Ja? Der Einstieg in den Beat rein, schon mal sehr, sehr geil. Auch der Beat an sich klingt jetzt schon sehr, sehr fett. Bin echt mal gespannt, was er da gemacht hat. Back to the roots, es ist Sunny zu dem Diego. Du musst deiner Weh zu, ich die Waffen oder Hero. Hey, Rappers sind auf Darby im Zug und ballen sich dann Tille in den Prada-Anzug. Ey, warte mal, ich will. Ey, das klingt auf jeden Fall schon mal fett, aber ich will noch mal den Anfang haben. Ich will noch mal den Einstieg haben. Back to the roots, es ist Sunny zu dem Diego. Du musst deiner Weh zu, ich die Waffen oder Hero. Ey, Rappers sind auf Darby im Zug und ballen sich dann Tille in den Prada-Anzug. Ey, das klingt geil. Ich hätte, also no joke, jetzt als ich von diesem ganzen AI-Kram, KI und sowas so gehört habe, dachte ich nicht, dass sich das wirklich so krass entwickelt, dass man einfach Stimmen von Leuten so gut mit diesen AIs machen kann, dass du sogar Songs damit machen kannst, die dann so klingen, als hätte die Person, von der die Stimme eigentlich ist, oder von der die AI-Stimme dann ist, so krass ans Original, an die originale Stimme rankommt. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses KI-AI-Ding so krass wird. Das hätte ich nie gedacht. Es gibt ja KIs, die Bilder bearbeiten können und sowas und Bilder erstellen können und sowas, alles Mögliche. Das gibt's ja, aber dass es so Voice-AIs, dass die so krass werden, hätte glaube ich niemand gedacht. Als man von diesen ganzen AI-KI-Scheiß gehört hat. Ich glaube, keiner hätte gedacht, dass das irgendwann so krass wird, was du selbst Stimmen damit machen kannst. Aber es klingt geil. Die AK und Shoot auf die Gamme liegen, Noten fressen. Es ist Sunny Diego, Mann, ihr solltet mich nicht unterschätzen. Ich true bang, Balenciaga. Und sie feiern mich dann doch, trotzdem Waffengelaber. Mir egal, auf welche Beats du hoppst. Du machst jedes Jahr ein Album, was ein Riesenflop. Ich mach, wenn ich Bock hab, einfach ein, zwei Songs. Denn für mich ist Rappen kein Fließbandjob, ich lass sie retten. Imagine, irgendwann macht's einfach so zwei, drei Alben im Jahr, Bruder. Woher willst du die Zeit nehmen? Woher willst du die Texte nehmen? Klar, wenn man überlegt, wenn das jetzt wirklich ein Rapper macht, ich weiß jetzt nicht, auf wen das bezogen ist, wenn das tatsächlich jemand macht, Bruder, du nimmst den ganzen Rapper gefühlt alle Texte weg,
Aber egal, weil die guten Rapper, die wir haben, ja, die haben eigene Texte. Ja? Asche, Farid, Kolle, wen haben wir noch? Sunny. Ja, Sunny, ja, Damon, Johnny Dixon und so. Also die ganzen Leute, die man schon kennt, so, ne, die haben halt immer noch an sich gute Texte, die meisten zumindest. Nicht alle, aber die meisten. Ja, die meisten. Anführungszeichen. Die meisten. Weiter in das da. Geh nur deine Leiche liegt dann unterm Felgensatz. Sunny 47 checkt, dass du nicht zu melden hast. Ich komm mit Kolle, dem Gangster Rip Dawn. Ich zieh meine Tag und sie rennen davon. Oh, Alter, mit der Voice im Hintergrund klingt mies geil. Oh, warte mal, den Drop hab ich gar nicht gehört. Ja, okay, gut, das war jetzt kein richtiger Drop, aber so ähnlich. Ah, der klingt auch fett. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt. Es kann an meinen Kopfhörern liegen. Aber die Stimme ist im Hintergrund ein bisschen leise. Es kommt vielleicht für euch nicht so rüber. Aber für mich ist die Stimme im Hintergrund, die im Hintergrund ist, leise. Aber ich verstehe es trotzdem. Es liegt vielleicht an meinen Kopfhörern, ich weiß es nicht. Egal, mit Glück eh bald neue. Aber ein bisschen leise ist es, aber nicht zu leise, dass man es nicht versteht. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Aufnahme klingt. Ich hoffe, es ist nicht zu leise. Also, ey, was ist das für eine geile Hook? Vor allem, was ist das für ein geiler Einstieg in die Hook? Netflix zu sieben, 20 Minutes coming auf dem Flat Screen TV. Kein Respekt für die Drecksindustrie, lad die Tech und ich schieß auf die wacken MCs. Monopole im Game, ticke Coca und Taste. Blunt und Weed, Tasche stehen, Digga, Drogenkartell. Meine Drucker ist sprayed, deine Ode mal glänzt schön. Trotzdem hast du keine doperen Tracks. Deine Mutter wird vom Farid gefickt und bringt Kalle dazu. Ohne Wahrsager, Shit, roll den Cannabis-Bliff. Quantum Weed Tasche stehen, Digga, Drogenkartell. Meine Drucker ist sprayed, deine Ode mal glänzt schön. Trotzdem hast du keine doperen Tracks. Deine Mutter wird vom Farid gefickt und bringt Kalle dazu. Ohne Wahrsager, Shit, roll den Cannabis-Bliff. Sunny Diego, ich bin weg, wieder Maxim. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Stimme klingt, die hinter dieser AI sitzt. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die Stimme klingt. Also von demjenigen, der das da eingerappt hat. Aber ich muss ehrlich sagen, der Dude hat auf jeden Fall einen fett geilen Flow. Also sowas gibt es selten im Moment. Also den Flow hat er auf jeden Fall. Er weiß auf jeden Fall, wie er rangehen muss. Vor allen Dingen, wenn es um so Sunny-Texte geht, ja, dann weiß er auf jeden Fall, wie er den Flow einsetzen muss oder welchen Flow er haben muss, um eben an, ich sag jetzt mal, an San Diego ranzukommen, vom Flow-technischen her. Weil, ich sag so wie es ist, Sunny hat schon einen kranken Flow in den meisten Songs, nicht in allen, in den meisten. Und man merkt auf jeden Fall, dass er, also dass die Person hinter dieser AI auf jeden Fall merkt,
wie er die Flows einsetzen muss. Welche Flows muss ich haben? Welche Flows passen jetzt gerade in diesen Part rein? Welcher Flow passt jetzt in diese vier Zeilen rein? Und das ist geil. Das klingt geil. Respekt. Und dann vor allen Dingen auch noch in der Sunny-Stimme noch dazu, ne? Und dann kommt das ja auch in der Sunny-Stimme raus. Ja, also. Ey, dick Respekt, Digga. Dick Respekt. Frisch, was jetzt? Hurensohn, ich baller dich bei Glock weg. Hab mit deiner Hurenfrau und du mit deiner Hand Sex. Ich habe die Wumme voll Bleiheit. Komm, Type, geh, deine Bruderschaft bleibt. Okay, ich glaube, es liegt wirklich an meinen Kopfhörern. Wegen der Hintergrund-Voice. Ey, aber die Hook ist geil. Die Hook 10 von 10. Generell das ganze Ding ist ein 10 von 10. Ich bin mal echt gespannt auf das Album, was dann kommt nächsten Monat. Bin schon mal dick gespannt, Digga. Ey, ich bin dick gespannt, ne? Ohne Witz. Ich bin dick gespannt, was da vor allen Dingen noch kommt bis zum Release des Albums. Und vor allen Dingen, was dann auf dem Album noch kommt. Das ist ja ein, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen Sunny-Album. Das heißt, es wird wahrscheinlich AI sein komplett. Ich bin mir gerade unsicher, ob es eine SpongeBoss AI schon gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber das Cover vom Album sieht ja abnormal geil aus. Also das Cover sieht geil aus. Ich bin fett gespannt, was da kommt, ne? Ich weiß nicht, haut er da das Release Date auch nochmal rein? Oder hat er das nur in der Videobeschreibung stehen? Ah, ne, okay. Digga, was ein fetter Album-Trailer, Alter, no joke. Selbst der alleine ist schon geil. Also, was heißt Album-Trailer, ne? Halt Album-Promo-Ding, sag ich jetzt mal, ne? Selbst der ist schon geil gemacht. Ey, zu geil. Kommt noch was? Nee. Ey, ganz ehrlich, wild. Wild auf jeden Fall. Das ist wild. Kann man mal direkt liken hier. Ey, no joke. Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Vor allem, was noch auf dem Album kommt. Weil ihr müsst euch das überlegen, es ist immer noch AI, ne? Es ist immer noch AI. So, das muss man sich mal überlegen. Es ist nicht die richtige Stimme von demjenigen, der das da gerappt hat, ne? Das ist, muss man sich mal geben. Aber ey, das ist auf jeden Fall krass. Respekt geht raus. Und ja, gönnt euch das Ding. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung. Ich packe euch den Link zu seinem Kanal in die Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. It's hard, it's cold.